Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor zurück. Es ist gerade ziemlich spät am Abend, deswegen fragt euch vielleicht nicht, wenn ich ein bisschen laber. Also, ich laber ja immer, aber ein bisschen speziell. Naja, auf jeden Fall ist es schon spät, aber das hält mich natürlich nicht davon an. Das hält mich natürlich nicht davon ab, für euch eine Hello Neighbor Folge aufzunehmen. Und gerade vornherein, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das doch bitte. Ich habe letztens gesehen, dass auf einem Hello Neighbor Video einfach 4 neue Leute waren, die noch nie auf meinem Kanal waren. Und niemand hat abonniert. Danke, Leute. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, wenn ihr neu seid, dann abonniert, Glocke aktivieren und like das Video. Und natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, ob jetzt gut oder schlecht ist, egal. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ja, legen wir jetzt los. Heute geht es ja, wie im Titel und im Thumbnail schon, oh Gott, gesagt. Ich weiß zwar gar nicht, aber ich nehme mal an. Geht es um diesen Raum da oben. Wir müssen jetzt dann erstmal nach oben kommen. Und zwar haben wir da diese Puppe gefunden. Wir sind nämlich eigentlich immer die Taschenlampe mit, Alter. Ja, auf jeden Fall haben wir diesen Raum schon mal gefunden mit dieser Puppe drin. Oder es ist ja keine Puppe, sondern mehr so ein Spielzeug, dieser Teddy. Und dort war ja am Boden dieses Plusfeuer. Und dorthin versuchen wir heute mal zu kommen. Denn ich will euch da gerne mal etwas zeigen. Und für das, gehen wir jetzt erstmal hoch. Okay, aber der Nachbar ist gerade oben. Also wenn der Fahrstuhl zu ist, dann ist er halt meistens oben. Das heißt, wir drehen hier kurz mal das Wasser auf kalt. Weil dann können wir in der Zeit schon mal nach oben gehen. Auf die andere Seite von oben. Dort kann er ja eigentlich theoretisch nicht hin, glaube ich. Brauchen wir das Gewehr? Ja, warte, wir brauchen dann das Gewehr auf jeden Fall auch noch dafür. Dann holen wir erstmal kurz die Puppe, wenn er ja eh oben ist. Hier kommt die Glocke ran. Nehmen wir die Schaufel und graben hier mal alles aus. Genau, perfekt. Nehmen die Lehrerin gleich mit. Kommen Sie hoch, Frau Junge. Komm her, Alter. So, jetzt muss ich auch noch ins Loch steigen, Junge. Ich weiß auch gar nicht, wo der Nachbar ist, to be honest. Egal, du kommst hier hin. Wir machen hier nicht auf, weil wahrscheinlich ist er ja oben. Das heißt, er könnte einfach reinplatzen. Und das wäre nicht so angenehm. So, okay, das... Oh, scheiße, warte. Ich glaube, ich habe die vertauscht, oder? Ja, ja. Okay, ich kann keine Mathe. Auf jeden Fall... Oh, jetzt ist er getriggert. Nein, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Waffe und... Alter, ist wirklich getriggert. Stimmt, er kann ja jetzt von da hinten hoch. Scheiße, weil er kann ja auch durchs Wasser jetzt, theoretisch. Okay, ich versuche jetzt direkt hier First Try irgendwie das hier zu schaffen. Alter, alle getroffen, ich bin so gut. Gib mir den Schlüssel und dann bin ich weg hier. Komm, Alter, wie lange das dauerte. Ich habe so Angst, weil ich glaube, er ist gerade oben, aber halt hier auf der anderen Seite. Deswegen sind wir mal ein bisschen... Sneaky hier. Oh Gott, ja, da kommt der Stuhl und verkackt. Nee, er ist, glaube ich, unten. Weil der Schrank ist offen. Er hat den Schrank durchsucht. Das heißt, wir sind nicht mehr sicher. Okay, haben wir... Hier ist der Dings, Presslufthammer. Er ist hier oben, irgendwo. Er ist oben. Scheiße, Leute. Och man, wir könnten es versuchen, durchzusprinten hier in diesen Raum und dann direkt die Tür zu verbarrikadieren. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Geht er? Ja, ach so, es geht auch nicht von jeder Seite. Okay, dann machen wir hier mal kurz die Wand auf. Dann hätten wir das auf jeden Fall dann geschafft. Krass, wir hatten den Nachbar bis heute, also heute noch gar nicht gesehen, oder? So, ich glaube, das reicht, oder? Als ob, wieso schwebst du denn? Wir sind hier nicht in Minecraft. Genau, Puppe, geh, oh Gott, Alter. Oh nein, Genau, wir brauchen ja diesen Teddy plus Feuer gleich Schlüssel. Das heißt ja wohl... okay. Das heißt ja wohl... Wir müssen... Oh. Drop hier mal ganz kurz runter. Denn dann können wir hier zum Ofen. Genau. Wir machen jetzt diesen Teddy hier rein, weil da drin ist ja... Oh Gott. Wo ist der Teddy hin? Ach hier. Weil da drin ist ja obviously Feuer, genau. Und jetzt drehen wir das mal schön auf. Und mal gucken, was passiert. Ich weiß actually gar nicht, was passiert. Stimmt, mit der Eisenbahn müssen wir auch nochmal versuchen zu fahren. Ob das klappt. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal kurz schlafen gehen, weil ich glaube, das muss man nämlich machen, damit dieses Secret überhaupt funktioniert. Oh, da kriegen wir auch die Cutscene. Ist jetzt die Cutscene vielleicht anders? Das wäre ja auch cool. Warte, wir gucken die diesmal kurz. Okay. Bisher ist, glaube ich, noch alles wie immer, oder? Okay, ja. Nee. Ich glaube, das ist nichts anderes, oder? Ja, nee, da hat sich safe nichts geändert, Alter. Naja. Okay, mal gucken, ob das Ding jetzt noch im Ofen ist. Okay, auf jeden Fall ist er gerade hier drüben. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Es ist weg. Heißt das, es ist verbrannt oder es ist einfach weg halt? Da ist ja eine Brechstange. Hier unterm Bett. LOL. Und man kann durch den Boden sehen.
Ich wusste auch gar nicht, dass man sich so verstecken kann. Alter, für was ist denn die Brechstange? Die muss doch irgendeinen Zweck haben. Achso, klar, bei der Tür für ins Ending wahrscheinlich. Ich glaube, sonst wird die ja nicht einen großen Sinn oder Zweck haben. Ich wüsste nicht für was. Ja, mit dem kann man auch die Nägel entfernen, aber das lassen wir jetzt erstmal. Ach, scheiße, jetzt habe ich... Wie hat er denn diese Tür verbarrikadiert? Okay, egal. Das heißt, wir müssen ganz kurz das Wasser ausmachen. Ich habe Angst, dass er runterkommt. Ich habe actually gerade richtig Angst. Leider können wir von der Seite nicht verbarrikadieren. Können wir hier verbarrikadieren? Das Gewehr liegt wieder da, okay. Okay, der Nachbar ist auch scheinbar auch nicht hier oben. Hä, aber wo ist er denn jetzt? Also, what? Okay, wir... Oh lol, das Grab ist ja auch noch offen. Okay, das ist nice. Ja, dann nehmen wir die... Alter, ich hab... Mein Inventar ist voll. Was brauchen wir denn nicht? Ja, die Glocke brauchen wir in dem Fall nicht. Oh scheiße, aber jetzt ist hier das Wasser wieder. Alter, ist das cringe? Also ist so angespannt irgendwie. Habe ich die Lehrerin überhaupt dabei? Ach ja, Alter, das wäre jetzt... Das wäre es jetzt noch gewesen, Alter. Die Lehrerin einfach nicht mitgenommen. Okay, dann löse ich hier nochmal kurz das Rätsel. Das war ja, glaube ich, hier. War das... Das war hier. Und die 3 war dann unten. Ach, ich habe ja die Waffe so, Alter. Bin ich ein Idiot. Und das hier ist sogar auch noch offen. Hä, ist ja voll geil. Okay, hier wäre aber zu gewesen. Ja, da vorne auch wieder. Okay, dann holen wir nochmal kurz den Presslufthammer. Verbarrikadiere hier wieder. Ich fühle mich einfach sicherer, okay? Hä, der Dings ist einfach wieder hier, der Teddy. Ich dachte jetzt, das ist anders hier jetzt. Oh, lol. Ja, ich dachte jetzt auf jeden Fall, dass der Teddy hier jetzt irgendwie weg ist oder so. Okay, warte mal. Wir nehmen jetzt mal kurz jede Puppe mit. Und dann platzieren wir die nochmal hier. Ich will gucken, ob da... Oh Gott. Alter. Ich wollte gerade schon sagen, ich will gucken, ob die jetzt anders abgehen, wenn der Nachbar im Haus ist, als sonst. Trau mich nicht so ganz runter irgendwie. Weil er könnte halt überall sein gerade. Alter, seine Hand hat gerade rausgeguckt beim Fahrstuhl. Okay, wir machen den Dings nochmal hier rein. Dann machen wir das Ganze... Wir lassen ihn mal auf Kalb, weil vielleicht müssen wir einen Notfallsprint hinlegen. Okay, der Nachbar ist immer noch im Fahrstuhl. Vielleicht kommt er auch gerade nicht raus oder so. Das wäre auf jeden Fall nice. Okay, wir haben jetzt hier wieder eine Puppe, die rumfliegt. Okay, passiert jetzt irgendwie mehr? Alter, du bleibst schön hier. Weil die fliegen scheinbar auch zum Fenster raus, habe ich gesehen. Okay, auf jeden Fall alle 4 Puppen. Die einzige hier war ja schon irgendwie von Anfang an weg, keine Ahnung. Hier ist sowieso ein übertriebenes Chaos, Alter. Okay, 4 normale Puppen und die Dings, eigentlich sollten sie ja 5 sein. Warte, wir gehen jetzt mal hier kurz hier runter. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja hier rausgebackt irgendwo. Okay, nee, das ist scheinbar aber auch nicht der Fall. Naja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nochmal schlafen soll. Ob das vielleicht einen Unterschied macht. Wir können auch noch kurz hier gucken. Vielleicht hat es die hier... Nee, okay. Ja, okay, warte, wir gehen nochmal schlafen. Wir gucken nochmal kurz, was passiert, wenn wir halt... Ja, jetzt nochmal schlafen. Oh, jetzt kommt dieses Verstecken-Level. Hä, wieso kommt das denn, wenn man nicht stirbt? Das hatten wir noch nie so. Hey Junge, das Level geht nicht vorbei. Hä? What the fuck? Das Level hat einfach nicht pausiert gehabt, als er gesucht hat dann. Hä, guck mal, er steht nur hier rum. Hallo? Ey Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass wir das Spiel schon wieder kaputt gemacht haben. Hä? Jetzt sucht er plötzlich. Was zur Hölle? Dann verstecken wir uns mal hier. Er kommt einfach nicht. Was ist denn, wenn er uns jetzt sieht? Und dann verstecken wir uns. Hä? Nachbar? Junge? Hä? Ist das das... Hä? Wir stecken jetzt in diesem Screen fest. Ist im Screen, in diesem Spiel. Och Mann. Ja Leute, dann würde ich mich von hier aus verabschieden, Alter. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, war es mit dieser Folge. Hello Neighbor. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, aus die Maus.